Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Zoopark. Ich habe in der Zwischenzeit das Spiel neu gestartet und ich hoffe, dass jetzt dieser blöde Fehler weg ist, wegbleibt und auch nicht wiederkommt. Wir werden es sehen, wir werden es feststellen. Wir wollten Kojoten kaufen für dieses Gehege. Wir haben aber noch nicht genug Geld. Ich würde es gerade mal wieder auf schnell stellen. Dann sehen wir auch relativ zügig, denke ich, was mit unserem Gehege ist. Anke fühlt sich sehr wohl. Es ist schön. Ohne Tierrettungsaufgabe. Ein Weibchen, Polarfuchs, leidet an starker Austrocknung. Wenn du dieses Tier retten willst, musst du die beste Umgebung für ihn bieten. Baue ein entsprechendes Gehege für das Tier. Du hast 24 Stunden, bevor der Polarfuchs ankommt. Wenn es dir gelingt, spendet ein Wohltäter 40.000 Sympathiepunkte. Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt hier auf langsam. Oh Mann. Wir haben überhaupt gar keinen Platz für einen Polarfuchs. Verdammt nochmal, wo packen wir den denn jetzt hin? Hier unten, oder? Hier oben haben wir keinen Platz. Hier dehnen wir noch die Elefanten hin aus. Gut, dann machen wir das hier. Dann müssen wir jetzt hier wohl oder übel nochmal ein wenig vergrößern. Und zwar so. Okay. Dann gucke ich mal eben, was ein Polarfuchs braucht. Den haben wir überhaupt noch gar nicht da. Aha. Ja, okay. Arktis. Holzzaun. Wir nehmen mal einen Holzzaun. Wir haben noch überhaupt gar keinen Holzzaun hier im Zoo. So, finde ich schön. Gefällt mir. So, das haben wir. Gestalte ein geeignetes Wasserbecken. Ja, okay. Braucht anscheinend kein Wasser. Stelle genügend Pflanzen in das Gehege. Das kriegen wir auch hin. Gibt es da überhaupt irgendwas? Ja. Oh, Tannen. Sehr cool. Was gibt es noch? Ich muss ein bisschen auf unser Geld aufpassen. War das jetzt aus dem Biom? Klar. Aus der Zone, Klimazone. So, okay. Stelle Futterplätze mit dem entsprechenden Futter zur Verfügung. Was fressen die denn? Polarfuchs. Frisst das da. Habe ich alles? Yay! Gut, und dann gucken wir einfach, wenn denn der Polarfuchs da ist, was der denn noch braucht. Wir machen jetzt erstmal ein paar Wege hin, damit die Sichtbarkeit des Geheges so ein bisschen besser wird. Okay, alles klar. Das haben wir soweit. Wie geht's meinen Tieren? Was ist denn das hier? Schon wieder? Das ist doch doof. Da muss ich noch mal gucken, was das soll. Das muss ich jetzt einfach neu platzieren, oder? Wie sehe ich das hier? Ich probiere es einfach mal. Das war, glaube ich, ein Eukalyptus oder sowas. Nee, ein tropischer. Geht nicht. Ach, muss ich wahrscheinlich... Ah, okay. Alles klar. Das muss ich also auch austauschen. Mann, das ist ja... Also man hat doch recht viel Arbeit. Also recht viel zu tun irgendwie in den Gehegen selber. Eben nach den Tieren gucken und so. Also, was man ja so von den Tycoon-Spielen kennt irgendwie, dass man was aufbaut und dann irgendwie
von Zoo Tycoon kenne ich das her. Dann hat man irgendwie morgens gleich den Rechner angemacht, Zoo Tycoon angeschaltet, mal eben kurz alles so ein bisschen durchgeguckt und hat dann ja, Dinge getan, so seinen Tagesablauf irgendwie. Und hat halt dann irgendwann gegen Mittag wieder geguckt und hatte dann halt entsprechend viel Geld. Und ja, das geht hier irgendwie so gar nicht. Denn ja, da wären die ganzen Tiere tot und es wäre hier absolutes Chaos. Also das ist nicht wirklich möglich, es laufen zu lassen. Muss ich sagen. Ja. Keine Ahnung. Ich würde mir mal eben schnell, wo wir jetzt hier so ein bisschen warten, die Fehlermeldung aufschreiben. List out of bound war das, ne? Dass ich da mal nachgucke und mal schaue, ja, was ich dagegen einfach machen kann. Irgendwas wird man da sicherlich tun können. Solange mir nichts abstürzt und das nur aufploppt, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Da kann das von mir aus ploppen, bis es schwarz wird. Das ist mir dann echt egal. So, ja. Ach, haben wir hier eigentlich die Gehegesichtbarkeit? Ist hier hinten nicht so gut, ne? Hier könnte man eigentlich noch einen kleinen Weg hin machen. Dann wäre da die Sichtbarkeit besser. Ja. Muss aber eigentlich gar nicht. Ich finde das so okay. Gut, ich überlege gerade, was wir denn jetzt tun. Vielleicht noch einen Wärter einstellen? Oh! Yay! Und ja, viel machen können wir nicht, weil die ja kommen hier in 20 Stunden. Nein, Ankunftszeit des Tieres. Tag 20, 9 Uhr. Ich stelle jetzt mal auf schnell. Ich werde nichts machen, damit wir nicht wieder den Fehlerhahn kriegen. Klar, die Fehlermeldung kriegen. Fehlerhahn. Ich habe gerade gelesen, eingestellt. Fritz Hahn. Oh, hier müssen wir auch Pflanzen austauschen. Das geht ja mal gar nicht. Das sind so die ersten Gehege, wo so langsam die Pflanzen kaputt gehen. Dann machen wir wieder auf langsam und werden einfach mal die Pflanzen austauschen. So, und dann kriegen die natürlich auch neue. Das ist jetzt hier Australien. Da. Und dann stellen wir da einfach ein paar neue hin. So, halt. Oh, ich habe nicht genug Geld. Was soll denn das? Dann sammeln wir ein bisschen was. So, das sollte für ein paar Pflanzen reichen. Australien. So. Gut, dann haben wir hier auch Dinger, die irgendwie. Achso. Die nicht so toll aussehen. Das geht noch. Sieht noch in Ordnung aus irgendwie. So halbwegs. Doch, ist noch okay. 89%. Ah, hier ist noch ein kaputtes. Okay. So, und die brauchen was? Das war Amerika, oder? Nee, das war nicht Amerika. Dann war das Afrika. Ja, es war Afrika. Huch. Die brauchen jetzt auf jeden Fall wieder mehr Pflanzen. Da scheint noch was Kaputtes zu sein. Da müssen wir mal gucken. Da irgendwo. Jawohl. Okay. Super. Die fühlen sich also jetzt wohl. Das ist schön. So, dann lassen wir noch mal laufen ein bisschen.
Ist immer noch ein bisschen dreckig, ne? Immer noch nicht so, wie es sein soll. Patrick ist krank. Wo bist du, Patrick? Da, okay. So, geheilt. Und dann lassen wir wieder schnell laufen hier. Jetzt kriegen wir auch mittlerweile so richtig schön viel Geld. Wir sollten vielleicht nochmal eine Werbeaktion starten. Jetzt ist Wolfgang krank. Und Wolfgang hat sich wo versteckt? Das ist nicht Wolfgang. Du bist auch nicht Wolfgang. Nee. Da. Da hat er sich irgendwo versteckt. Da ist er. So, okay. Das haben wir auf jeden Fall. Der ist wieder gesund. Alles gut soweit. Okay. Hey, jetzt kommt ja um 9 Uhr kommt ja unser Polarfuchs. Tierpark ist geschlossen. Ach, die Werbemaßnahme wollte ich noch machen. Die machen wir gleich. Manche Tiere sind krank. Gut, das ist klar. Die Werbemaßnahme. Tierpark werben. TV würde ich ganz gerne einmal buchen. Ne. Okay. Christian ist krank. Oh, 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 oh. Christian ist krank. Und irgendwas ist mit Lukas. Ist auch krank. Okay, Leute. Haltet mir doch mal die Gehege sauber. Ich habe so viele Wärter. Und die halten mir einfach die Gehege nicht sauber. Ich verstehe das nicht. Ich pack das jetzt alles auf 100%. Wird mir nichts bringen. Denn letztendlich werden die trotzdem nicht wirklich viel mehr sauber machen. Okay, alles klar. Huch. Ich meine, ich kann ja nicht tausende von Wärtern einstellen irgendwie. Das geht ja nicht. Das siehst du, hier habe ich noch gar nicht eingestellt. Wir machen das einfach mal alles auf 100%. Und ja, hoffen einfach mal, dass es besser wird. Ich meine, letztendlich ist das natürlich eine Quote, die man nicht halten kann, aber pff. Völlig wurscht. So, dann geben wir nochmal Gas. Lukas, ein Tapir ist an Altersschwäche gestorben. Oh. Und irgendein afrikanisches Gebüsch ist auch gestorben. In Gehege 7. Afrikanisches Gebüsch. Wo ist ein Gehege 7? Das ist 3. Kann ich die nicht irgendwie... Gehege 7 ist was gestorben? Köcherbaum ausgestorben. Gehege 7. Das hier ist Gehege 7. Ich glaube, da ist irgendwas... aha. Ach, das habe ich umbenannt. Und warum wird mir dann nicht das Umbenannte gesagt? Das ist irgendwie ein bisschen blöd. So, und das hier war jetzt, ich glaube, Afrika, ne? Ja. So, okay. Gut. Fühlt sich sehr wohl. In Gehege 7. Marula. Lukas ist gestorben.
Aber ich wollte jetzt eigentlich auf die Ankunft des Polarfuchses warten. Denn da würde ich dann gerne, wenn es möglich ist, den zweiten dazu kaufen. Und halt das Gehege noch einigermaßen fertig. Ich meine, das haben wir schon fertig alles und können uns überhaupt gar keine, na, Kojoten leisten. Gut gemacht. Das Tier ist jetzt in seinem neuen Zuhause, das du gebaut hast. Du bekommst Bonuspunkte und die Tierart ist, wenn noch nicht geschehen, nun erforscht. Okay, dann machen wir das Ganze mal hier wieder auf, langsam. So, du bist krank, du wirst erstmal geheilt. Okay, so, was möchtest du noch haben? Möchte eine bessere Umgebung. Tier braucht mehr Pflanzen. Du hast überhaupt gar kein Wasser, ne? Mehr Pflanzen sollst du bekommen. Ich finde diese Pflanzen, die es da gibt, einfach klasse. So, fühlt sich sehr wohl, ja? Ich finde es aber schrecklich, dass der so überhaupt gar kein, so überhaupt gar kein Wasser braucht. Oh, das ist aber doof hier. Machen wir sie dahin. Und da würde ich dann auch noch mal eine kleine Hütte reinstellen. So. Okay. Ich würde da trotzdem ein kleines Wasserbecken reinmachen wollen. So, einfach so ein bisschen als Deko mehr oder weniger. Okay, komm mal her, mein Freund. Alles okay mit dir jetzt? Gehegeeignung. Mag die Umgebung. Gefüttert ist es auch. Alles klar. Na dann, willkommen in deinem neuen Zuhause. Dann kaufen wir jetzt natürlich noch ein Polar. Wow, 20.000. Ja, okay, ist so. Ah, Fisch und Fleisch essen die. Oh, Moment. Nochmal kurz verwerfen. Was haben wir denn hier? Was bist denn du? Ein Mädchen. Dann kaufen wir einen Jungen. Otto. Otto ist gut. Otto ist ein schöner Name. So, okay. Dann haben wir das Gehege auch. Wir haben das zweite Tier eingesetzt. Dann würde ich doch jetzt an dieser Stelle den Part beenden. Und wir machen dann einfach im nächsten weiter. Gucken mal, was wir mit unseren Kojoten machen. Also bis denn. Ciao, ciao.